Und herzlich willkommen zurück zu Kingdom Come Deliverance. Letztes Mal haben wir auch gelernt, dass wenn wir in diese Truhe was reintun, dass es sofort in die anderen Truhen auch reingeschifft wird, die unser Zuhause sind. Das finde ich sehr praktisch. So, wir müssen den Ritter noch ein bisschen absnacken. Also, Questy. Alles was glitzert. Triff dich mit dem Ritter geheimnisvollen Ritter am Sassauer Weiher. Sassauer Weiher. Nach Sonnenuntergang. Wie früh haben wir denn? Okay. Und wo ist das? Okay, das ist jetzt nicht so mega weit. Was können wir denn noch machen? Essen? Sattheit, alles okili dokili. Wir sind ein bisschen schmutzig. Wo können wir uns dann waschen? Geht's hier kein Töpfle? Was ist das da? Ich glaube, da können wir uns waschen. Oder auch eher nicht. Juhu! Können wir vielleicht noch eine Mini-Quest machen, bevor wir lostigern? Vergeltung in Gottes Hand. Ich muss schnell handeln, um ihnen zu helfen. Okay. Erwähnt. Oh Gott. Liebeswerben, da müssen wir auch mal wieder zurück. Wunder dieser Welt. Ein Freund in Not. Ich soll mich bei den Mühlen in der Gegend umhören. Aha, aha, aha. Okay, das ist die Grüße ausrichten. Und das andere Zeug? Mühlen in der Gegend. Wo geht's hier? Mühle! Ich habe irgendwo mal Mühlen gesehen. Sassau, das. Also wir können ja zurücktrotteln, aber das ist halt ein bisschen doof. Besorge den Schlüssel. Können wir uns hier schnell waschen? Nein. Hier ist auch nichts. Da auch nichts. Das ist doch mal Käse hier. Kommen wir hier rein? Okay, top. Was können wir noch machen? Wir können nicht einfach so die Zeit ein bisschen verplempern. Wo führt denn das hin? Sprachbarrieren. Rachegelüste. Ah ja. Okay, das könnten wir machen. Klauen. Oh, da sind wir ja recht gut drin. Müssen wir das irgendwie ausgraben, oder? Hallo Stein. Ah. Das Problem ist, ihn zu beklauen. Wird sau schwer. Umhauen. Dorfbewohner. Okay. Plündern. Das wusste ich gar nicht, dass man welche umhauen kann. Wie geil ist das denn? La 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 la. Okay. Bring dem Knecht das Amulett. Okay, dann laufen wir mal darüber. Liebe Kinder, nicht nachmachen. Ja. Wir nehmen noch ein bisschen ein paar Kräuter mit. Ja, sind heute richtig lustig unterwegs.
und springen. Holidu, du, 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 du. Schade, dass wir hier nichts mitnehmen können. Mega schöner Garten. Könnte ich mir vielleicht für Echo klauen, die Idee. So. Oh, da ist ein Trog. Da können wir uns doch endlich mal waschen. Ja, endlich. So. Wem gebe ich das? Dir? Okrop? Bauerngehilfe. Wem müssen wir das jetzt geben? Knecht. Nein. Was mit dir? Kann man dir das geben? Hier hast du den Beutel des Bauern. Sehr gut, danke. Er wird durchdrehen, wenn er es bemerkt. Und kein Auge mehr wird er zutun, bis er ein neues Amulett hat. Er denkt, dass er es zum Schutz gegen Flöhe und Läuse braucht. Ich bin immer auf der Suche nach Arbeit. Was hast du noch? Als ich für den Bauern gearbeitet habe, habe ich mich in seinem Markt verguckt. Nur hat sie einen anderen, einen Tuchhändler. Der beschenkt sie und dagegen komme ich nicht an. Klau den Schal, den sie von ihm hat. Was hast du denn mit dem Schal vor? Ich juble ihn wem anders unter und sag dem Tuchhändler, dass sein Liebherzchen seine Geschenke nicht wertschätzt. Er ist eifersüchtig und wird durchdrehen. Ha, das ist zwar nicht natürlich nett, machen wir das. Wie viel ist dir die Sache wert? Keine Sorge, ich bezahle dich mit Groschen. Danke für den Follower, danke! Boah, wir sind ja voll gemein unterwegs gerade. Wie viel Uhr haben wir? Oh, wir haben immer noch ein bisschen Zeit. Ja, wir können immer noch Schabernack treiben. Rachegelüste. Stier der Schar des Mädchens. Okay. Kriegen doch auch Erfahrungspunkte, oder? Bin mir gar nicht sicher. Aber normal schon. Wenn wir hier ein paar Aufgaben machen und so. Du bist doch ein Metzger. Ja, du bist ein Metzger. Metzger, sei Dank. Stiehl den Schal. Hallo. Kann ich mit euch handeln? Ja, ein bisschen Sachen losbekommen. Ja, ist ja gut. Okay. Der Schmied aus der Stadt ist hinter den Bruchstücken des Schwertes einer gewissen Königin von Saba her. Ein Pilger hat sie vor kurzem verkauft. Ich weiß nicht, aber er hat Pech. Er hätte zuschlagen sollen, dass er die Möglichkeit hatte. Ich habe meines immer dabei. Es bringt Glück und steht nicht zum Verkauf. Nicht einmal... Nicht mal für das Gold des Königs. Dann müssten wir ihn wohl mal beklauen. 3 Euro zu... Was? Was? Viel zu wenig. Kleine Schmiedeset. Der hat auch nicht dieses kaputte Ding bei sich, ne? Blöd. Aber gut zu wissen, das. Hallo, Mumus. Oh, warte, warte. Oh, komm her. Hühnchen. Kann man kein Hühnchen mehr schlagen? Okay, krass. So, eigentlich mal hier rüber. Kann man dich einsammeln? Nein, kann man nicht. Schade. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, my God, with the bird, with open sleigh. Hey! Was ist das für ein Topf? Was ist denn das für ein Topf? Warum wird der Ton so gruselig? Wir kommen da gar nicht so rein, ne? Okay, der Ton wird ja mega gruselig. Was ist hier los? Wo ist die? Gott, bin ich scheiße gelaufen. Warum laufe ich immer so einen Müll? Mann. Die ist ja da unten. Da hätte ich ja fast... ein Verbrechen begangen. Komm ich hier vorbei? Jo. Oh, ernsthaft? Oh, dann halt nicht. Mist. Hühnchen? Ha! Oh, mitnehmen. So, wir haben Hühnchen dabei. Magst du Hühnchen essen? Nein.
Wildfleisch in die Krankenstube. So. Hallo Black Sun. Einen wunderschönen guten Abend. Was war das? Ebens, der Willi. Wo hat die denn den Schal? Die sollte es haben, oder was? Aufschließen. Okay. Könntest du vielleicht dich mal umdrehen? Ein bisschen? Für mich? Komm schon, Puppe. Sei nicht so. Ach, Mist. Hallo, KI. Das ist die doch, oder? Hört mich jetzt ein bisschen falsch. Nee, das könnte die sein. Jetzt geht sie natürlich da rein. Toll. Hätten wir vielleicht auch ein bisschen cleverer anstellen sollen. So, ich hab zweimal niesen müssen. Oh! Ist was passiert? Nein, ist alles gut. Jetzt macht die zu. Shit. Oh. Ist etwas passiert? Nichts passiert, alles okay. Geh weg. Geh weg. So, Feierabend für heute. Und bei dir gerade YouTube-Aufnahmen? Ja, das stimmt. Was war das? Ich mache gerade YouTube-Aufnahmen. Auch ernsthaft? Willst du mich? Wieso schleichst du herum wie ein Geist? Ich weiß nicht. Warum sitzt du dich nicht einfach nochmal hierher? Kommt hier nochmal? Komm, mach mal zu. Folg mir mal unauffällig, Mädchen. Boah, das haben sie echt schön gemacht hier, muss ich ja schon sagen. Ja, komm. Komm, pst, pst. Ja, komm. Hier, wir zwei. Hallo? Komm jetzt. Ja. Wer ist da? Wo können wir hinlaufen? Kommst du hier mit? Komm. Jetzt bleibt die stehen. Komm mit. Jetzt dreht die sich um. Hallo. Hat die nicht gesehen? So, alles zumachen. Ja gut, es ist alles andere, nur nicht das, was wir brauchen. Der Schrank? Schal? Oh, das ist falsch. Alter! Wo ist dieser doofe Schal? Nein, nicht dahinter. Schal? Schnell hier zumachen. So, 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 so. Klauen. Goldkreuz, ja, okay. Ich weiß immer noch nicht, wo der Schal ist. Hat die den an? Wie sieht's mit Essen aus? Satt hat 94, läuft. Tatsache. Die Olle hat den an. Gemein, wir hätten die Chance nutzen sollen, wo die da gesessen ist. Brennnesseln! Nehmen wir mal mit. Ach, ernsthaft. Jetzt ist der feine Herr überlastet. Ja, der arme Bub. So, das können wir auch noch drauf tun. Und hier auch. Ein modischer Hut. So. Schön. So, ein bisschen Luft. Okay. Das kriegen wir doch irgendwie hin. Ich glaube, wir verfolgen sie einfach mal ein bisschen und schauen, ob wir das irgendwie noch so hinbekommen.
Na, wollte gerade sagen, das können wir ja doch wohl aufheben. Dorfbewohnerin. Wie sieht's denn aus von der Zeit her? Ja, wir könnten so langsam zu unseren Hauptmissionen eigentlich hinstiefeln. Während im Laufen kriegen wir das nicht hin. Das kannst du ja vergessen. So schnell sind wir niemals. Ja gut, wo ist Lassie? Hottihü, da ist er. So, läuft. Ja, einmal mal niederstrecken hier. Ja, vielleicht geht hier auch mal in eine Bar oder sowas und dann können wir sie vielleicht da... Ich hätte nicht gedacht, dass wir das von ihr klauen müssen. Ich dachte schon eher, dass das in einer Truhe vielleicht ist oder so. Schneller! Schneller! Lauf! Richtige Richtung? Nochmal zurück. Entschuldigung. Typisch Mann, ne? Fragt nicht nach dem Weg. So, hier entlang. Tut mir leid, wusste ich nicht. Eigentlich schon, wenn ich auf die Karte geguckt hätte, aber nein. So. Ich hoffe, wir müssen nicht zu lange warten. Ah, da ist der Ritter. Hallo, Ritterschirn. Guten Tag. Du alter Hoden. Hier runter? Hier runter. Na, jetzt bin ich aber gespannt, mein Freundchen. Bleib stehen. Hi. Also, hier bin ich. Was willst du mir sagen? Dich hierher, da ich einen Aufruhr in der Schenke vermeiden wollte. Verzeih, aber allein zu kommen, war ein Fehler. Dein letzter Fehler. Ich glaube, der könnte etwas stark sein. Wir haben aber Pfeil und Bogen und können dann nachher alles mitnehmen, was wir möchten. Warte. Du willst dein letztes Gebet sprechen. Also gut, aber mach es kurz. Sind wir irgendwo besser beim Sprechen? Ich wüsste nur gern den Grund für den Überfall. Haben dir deine Spießgesellen nicht gesagt, weshalb du mich verfolgen sollst? Spießgesellen? Was redest du da? Ich bin auf Herrn Ratzig Kobillas Geheiß hier. Ratzig Kobilla, was? Netter Versuch. Die meisten Leute erzählen herzzerreißende Geschichten über Weiber und Belger. Oder sie versuchen mich zu bestechen. Meine Brüder, wir haben uns heute hier versammelt, um einen neuen Novizen in unserer Mitte aufzunehmen. Liebster Bruder, vergiss dein bisheriges Leben und tritt ein in die Gemeinschaft der Ordensbrüder des heiligen Benedikt. Der Dienst an Gott, Gehorsamkeit und die Duldung jedweder Unannehmlichkeit. Sie bilden das Fundament und die Grundpfeiler unseres Ordens, welche vom heutigen Tage an auch die deinen sein soll. Nimm deinen neuen Namen an und trage ihn mit Würde. Willkommen, Bruder.